Was? Broiler? Boiler? Oh, danke sehr. Ja, ich glaube, so bin ich auch aus dem Schlimmsten raus. Hervorragend. Wir stören Sie wirklich nur ungern, wo Sie doch so viel zu tun haben. Aber ich fragte mich, ob Sie uns helfen könnten. Sagen Sie mir doch erstmal, warum Sie hier sind und dann schauen wir. Es ist so komisch, wenn man die erste Konversation vorher hatte. Ja, die erste vorher, die zweite vorher. Ja, die zweite vorher. Nun, die Sache ist die, wir spüren Redman nach. Ratten? Ratten? Ich fand es leider allzu gut, dass es hier welche gibt. Mäuse noch dazu. Diese ganze Gegend wird halt heimgesucht von den Viechern. Nein, nicht nur Ratten. Redman. Ein Rattenmann? Tut mir leid, darüber weiß ich nichts. Das muss so ein neumodisches Zeug sein, von dem ich noch nichts gehört habe. Es ändert sich ja andauernd alles. Mann, bin ich froh, dass wir hier reingegangen sind. Wir verschwenden ja überhaupt gar keine Zeit. Sieht nicht so aus, als ob sie noch mehr Zeit für uns hätte. Ach, ich dachte wirklich, wir wären kurz davor, Redmans wahre Identität herauszufinden. Ja, diese Dame war ganz schön kurz angebunden, oder? Klang ja fast, als hätte man ihr einen Maulkorb angelegt. Ich frage mich aber, ob der wahre Redman diesen Anzug hier hinterlassen hat. Ah, Redman aus GTA 4, stimmt, da gibt's ja diese... War das wirklich in GTA 4? Die Legende vom Redman, der nie gefunden wurde? Oder war das in San... Nee, in San Andreas glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Irgendein GTA-Teil, da gab's wohl ein... Ich kenne mich mit GTA nicht so aus. Ja, da gab's einen Mythos von dem... Ah, das war wirklich GTA 4. Mhm. Ein Mythos von dem Typen, der da irgendwie rumlungert. Welchen Baum willst du denn jetzt an, Cat? Nun, es wäre auch möglich, dass derjenige, der Redman besiegt hat, den Anzug hier abgeladen hat, oder? Das stimmt, aber das würde ja heißen... Das würde heißen, dass Redman sich einen großen Kampf mit seinem Erzfeind oder sowas geliefert hat. Und dass er ihn nicht gewinnen konnte. Oh oh. Oh oh? Redman hat eine Frau und die hat gesagt, nö, du machst das nicht mehr. Oder sowas. Ja, kann ich mir Meinst du etwa, das Gute hat nicht über das Böse triumphiert? Oh nein, den Gedanken finde ich völlig unerträglich. Wenn es so gelaufen ist, Nadelstreifen, ist es so gelaufen. Ich weiß, aber glaubst du wirklich, dass es so gelaufen ist, Miss Layton? Oder du, Shirl, der gerade mit mir noch gesprochen hat? Meinst du, Redman wurde besiegt? Schatz, du musst dich mehr um die Kinder kümmern. Lass den Scheiß mit dem Redman. Ja. Oh, weißt du was? Redman war ja eigentlich auch ziemlich brutal, weil er Leute verhauen hat. Hm. Die hätten ihn anzeigen können. Wussten aber ja nicht, wer das ist. Ah! Also brauchst du dir nur eine Maske aufsetzen. Und schon, kannst du Leuten Sachen antun, die sie nicht wollen. Und warum liegt da eigentlich Stroh? Nein, ich gehe darauf nicht ein. Es ist noch zu früh, um das zu sagen, Ernest. Das ist nur eine Möglichkeit. Ja, ja, es könnte auch anders gewesen sein. Nun, ich glaube, wir sollten erst mal zurückgehen und Mr. Fickman Bericht erstatten. Ich liebe diesen Namen. Klingt nach einem Plan. Also gehen... Oh. Nein! Verbindung verloren? Ist irgendwas falsch gelaufen? Sind wir noch da? Oh, wir sind nicht mehr da. Streaming stoppen? Ja, dann stoppt ja auch die Aufnahme. Ja. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Joho! Tut mir leid. Wieso dir? Tut uns leid. Ja. Technische Probleme und so. Also auf einmal war Internet weg. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, da wird wohl meine Netz... Also meine im Mainboard eingebaute Netzwerkkarte scheint immer so ein Problem zu haben damit, dass sie, weiß ich nicht, vor allem wenn ich den Rechner hochfahre, nie eine Verbindung hat. Mhm. Ich habe deswegen zeitweise auch WLAN benutzt, weil es besser funktioniert hat, aber das hat auch nicht auf Dauer geholfen, deswegen... Wenn ich den Rechner hochstarte, dann mache ich normalerweise Netzwerk nochmal aus und nochmal wieder an. So deaktivieren und aktivieren und dann, ja, blablabla. So Zeug halt. So. Jedenfalls zurück zum Büro der London Times. Also, wenn das keine glückliche Fügung ist,
Meinen Sie gerade, Sie gehen ins Büro der London Times? Ja, das stimmt. Ist okay? Ja, keine Sorge. Könnten Sie in diesem Fall bitte diese Schachtel für Mr. Kahn mitnehmen? Das wäre höchst praktisch für uns beide. Was ist denn da drin in der Schachtel? Nur etwas, worum er mich gebeten hatte. Ich hätte Nein sagen sollen, aber jedenfalls, es ist sehr wichtig. Seine Frau hat es verlangt. Bitte achten Sie darauf, dass er es auch bekommt. Sonst ist seine Frau sehr böse. Das ist aber eine ziemlich alte Schachtel. Aber dieses Behältnis ist toll. Nun, ich... Sie meinten doch, dass Sie sowieso dorthin wollen, oder? Warum sollten Sie mir das verweigern? Sie sehen mir doch wie jemand, der ein richtiges Herz aus Gold hat. Die Jugend von heute, keinen Respekt mehr vor den Alten. Tja, es macht ja keine Mühe, echte Mühe, oder? Jetzt machst du aber auch für jeden den Laufburschen was, Nadelstreifen? Ich frage mich, was in der Kiste ist. Man würde meinen, es müssten Stoffballen oder so etwas sein, aber dafür ist sie eher zu klein. Nun, was ist doch seiner? Wir werden es abliefern müssen. Guck doch rein! Warum sollte in der Schachtel Stroh sein? Und warum liegt da eine Maske? Also machen wir uns auf den Weg. Guckt doch einfach in diese verkackte Schachtel. Ja, aber geht erst raus und dann guckt rein. Weil man will ja so tun, als ob. So, wir sollen also darüber zum Bowling Green. Hey. Ach nee, zum Büro sollen wir zurück. Mhm. Also müssen wir das Fahrrad antippen. Dass alle drei auf so ein Fahrrad passen. Na, der Hund. Ja, der Hund und Kelt, aber... Aber was ist mit... Oder muss der immer laufen? Daneben. Oh. Guildhall, okay. Und jetzt? Na, zu... Ach so, wir müssen zum Büro. Ja, stimmt. Klack, 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 klack. So. Hier drin herrscht das gleiche Chaos wie immer. So wie bei Emmy damals. Ah, schaut mal, Samuel ist auch wieder da. Er taucht aber auch wirklich überall auf, oder? Der hat Zwillingsbrüder. Ah, so sehen wir uns wieder, was? Wenn Sie nach dem Chefredakteur suchen, der ist oben, wie immer. Er taucht überall auf, wo es uns hin verschlägt, dieser Kerl. Langsam habe ich das Gefühl, dass er Redman sein könnte. Und uns nachschnüffelt. Ja. Aber Mr. Kahn kann ich nirgendwo sehen. Oh, was soll ich denn jetzt mit der Schachtel machen, die mir die Dame aus dem Laden gegeben hat? Reingucken! Sie hat klargestellt, dass wir sie nur Mr. Kahn persönlich geben sollen. Reingucken! Mr. Fickman dürfte wahrscheinlich wissen, wo er steckt. Gehen wir ihn fragen gehen. Ja. Da. Sammy oder Fickman? Sammy. Ich bin überrascht, Sie schon wieder im Büro zu sehen, Samuel. Als wir uns in Bowling Hill verabschiedeten, wollten Sie doch gerade in der Sackgasse ein paar Leute befragen. Wir sind direkt hergekommen, also müssen Sie ja ziemlich schnell gewesen sein. Geschwindigkeit ist keine Hexerei, sondern ein fester Teil meiner journalistischen Arbeit. Ich brauche nur 3 Minuten fürs Mittagessen, 1 Minute zum Frischmachen und 30 Sekunden zum Einschlafen. Und er braucht weniger als 5 Minuten für ein T-Bone Steak. Und seine Frau kriegt nur 10 Sekunden ab. Was Blitz? Ja, er braucht 30 Sekunden zum Einschlafen. 20 Sekunden, 20 Sekunden dafür sind zum tatsächlichen Einschlafen reserviert. Ach, Mr. Fickman. Ah, Catriel. Und Sie, sind Sie da, da sind Sie ja. Und, wie kommen denn die Ermittlungen voran? Bevor wir Sie dahin gehen, auf den neuesten Stand bringen, Mr. Fickman, haben wir eine Frage. Ja, während unserer Ermittlungen haben wir jemanden getroffen, der uns gebeten hat, Mr. Kahn ein Paket zu überreichen. Ah, ich verstehe. Und jetzt können Sie ihn nicht finden. Das liegt daran, dass er in seinem Büro ist. Ich werde jemanden schicken, der ihn holt. Sam, haben Sie einen Moment Zeit? Ja, Chef. Kann ich irgendwas für Sie tun?
Ich will Sie nicht stören, aber könnten Sie einmal nach oben gehen und Mr. Khan bitten, hier runterzukommen? Das kann ich ganz sicher. Wenn Sie mich einen Moment entschuldigen, dann bin ich gleich wieder da. Super, nun, Robert dürfte gleich hier sein. Da bin ich mir sicher. Vielen Dank. Also, sagen Sie mir, wie kommt die Ermittlung in Fahrt? Haben Sie schon herausgefunden, warum Redman verschwunden ist? Leider haben wir darauf noch keine schlüssige oder gar endgültige Antwort. Aber es wäre durchaus möglich, dass Redman von einem Rivalen besiegt wurde. Einem Rivalen? Wer auf Erden könnte das denn sein? Du. Oh. Das wissen wir noch nicht, aber es scheint, als ob gewisse Kräfte gegen ihn gearbeitet hätten. Unglaublich. Wenn das, was Sie sagen, sich als wahr erweist, müsste ja das Böse über das Gute triumphiert haben, muss nicht sein. Bitte, Mr. Fickman. Es ist noch zu früh, so etwas zu sagen. Verlieren Sie nicht den Mut. Im Moment handelt es sich nur um Spekulationen. Spekulationen. Da haben Sie recht. Sie haben ja sowas von recht. Es gibt keine Beweise. In dieser Geschichte fehlt das konkrete Greifbare. Kein Grund, gleich niedergeschlagen zu sein. Er ist ganz schön launisch, oder? Ist doch so, nicht wahr? Oh, ich hasse es. Ich habe jetzt mal letztens im Supermarkt im Penny. Und es ist schon, sind schon Weihnachtsmänner da. Und Weihnachtssachen. Oh nein. Ich hatte das schon mal irgendwo... Es ist noch nicht mal Halloween! Ja, eben. Also, ich hatte das auch schon mal zu einer Zeit, da war es noch September. Ja. Das ist mal richtig früh gewesen irgendwie. Ja. Und dann warte. Und ich habe letztens... Wir hören ja immer Radio im Auto. Nein! Doch. Nein! Oh, doch. Welches? Also, meinst du das Lied, was ich denke? Nein! Nein! Wenigstens habe ich es nicht gehört. Ich bin dieses Jahr noch unbescholten, was das Lied angeht. Ich habe nur gemerkt, die Melodie davon und dann so... Anderer Sender! Und zu! Ja, anderer Sender, gute Idee. Oh Gott. Das ist ein Lied, das ich gerne jedes Jahr vermeiden möchte. Ich kann's nicht. Wegen Schule. Ah. Oh, ein Jahr hätte ich's mal fast geschafft. Mhm. Und dann am letzten Tag, ich glaube sogar in der letzten Doppelstunde, da hatten wir Englisch-Leistungskurs. Und unsere Englischlehrerin hat ausgerechnet eine CD mit Weihnachtsliedern mitgebracht und das erste Lied war Last Christmas. Nee, aber... Ich hätte durchgehalten bis zu Weihnachten. Nee, aber heute war auch schön mein Kunstunterricht. Wir mussten ein bisschen malen. Hm? Es rappelt im Karton. Und... Hat ein Mädchen die ganze Zeit gesungen, dann hatte jeder eine Aufnahme davon und dann hat der ganze Kurs, Kunstkurs irgendwann. Da, bitte sehr, Mr. Khan ist schon auf dem Weg hier runter. Ah ja, vielen Dank, Sam, Catriel, jetzt können Sie ihm das Paket geben. Okay. Bitte! Ja! Des Pudels Kern, der Ratte Kern. Oh, mein Greenscreen hat sich irgendwie gerade verändert. Hm. Aber ich habe da nicht gesehen, was genau. Darf man im Seniorenheim eigentlich Last Christmas spielen? Warum? Das ist eine gute Frage. Warum? Wegen des Titels. Achso. Der war gut. Elke, das alte Rentier, will nicht mehr anschlitten, denn der Weihnachtsmann des Spitz fasst der Elke an den... Santa Claus, Elke ist, sieht doch aus. Komisch. Komisch stand im Untertitel von dem Lied. Ja, kennst du das Lied nicht? Das ist voll toll. Das ist Santa Claus von Die Pest. Ah, das habe ich auch jetzt gesehen. Jetzt kann man den Mond einfacher sehen. Jetzt ist er ein bisschen weiter drüben, ja. Ah, ja. Rudolf, das letzte Rentier, findet das voll fein. Rudolf ist gar kein Rentier. Rudolf ist ein geiles Schwein. Oh! Das Lied geht so. Santa Claus, Santa Claus, es ist viel Santa Claus. Was? Okay. Es ist viel Santa Claus. Ja, und war's okay. Das ist echt... Also ehrlich gesagt, ich fand das Lied so blöd, dass es gut war. Nee. Was haben die noch für Lieder gemacht? Ich sah die jungen Gurken sterben. Oh Gott, ja. Wie auch immer. Oder Satananas, das ist auch von denen. Weiter.
Anscheinend wollen Sie mich sehen. Worum geht es denn hier? Nun, im Zuge unserer Ermittlungen hat eine Schneiderin aus Bolin Hill uns gebeten, etwas an Sie auszuliefern. Ja, hier bitte, Mr. Khan. Ich verstehe. Tja, vielen Dank. Oh, keine Rede wert. Es hat uns nicht die geringste Mühe gemacht. Eigentlich möchte ich Sie auch um einen Gefallen bitten. Folgendes bereitet mir schon eine ganze Weile Kopfzerbrechen. Ich kann mit der Arbeit nicht weitermachen, bis ich dieses verflixte Rätsel gelöst habe.